Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Lokorama in Romanshorn, der Erlebniswelt für die Eisenbahn in Romanshorn. Wir sind heute mit der Gartbahn unterwegs, um genau zu sein, mit dem Leo. Eine elektrische Lok, eine von zwei, die wir hier haben, im Maßstab bzw. in der Spurweite 7¼ Zoll. Und haben zwei Personenwagen mit dabei. Der hintere ist sogar rollstuhlfähig. Da haben wir eine eigene Plattform für das. Und mit der machen wir heute eine kleine Rundfahrt. Und ja, erklären noch ein bisschen von dem, was ihr da seht und wie die Strecke aktuell aufgebaut ist. Die Lok ist soweit parat. Wir müssen eigentlich nur noch den Richtungswender richtig einstellen, beziehungsweise hier das Steuerboot einschalten. Und dann geht es auch schon los. Leistung rauf. Und da links seht ihr schon die Plattform, die dann für die Rollstuhlfahrer wäre. Da wird man dann mit dem Zug da hinfahren und hinten den Wagen umbauen, dass man mit dem Rollstuhl rauffahren kann. Links in der Ferne sitzt schon unsere Drehscheibe. Da könnte man die Loks wenden und ich entschuldige schon mal die Windgeräusche. Das ist mit dem Handy aufgenommen. Ging da leider nicht besser. Zur rechten Seite haben wir einen Wagen von Golden Pass. Zur linken Seite die Signalbrücke von Romanshorn, die hier neu aufgebaut worden ist. Und vor uns haben wir das Depot der Gartenbahn. Da steht die gelbe Benzinlokomotive drin. Die hat sogar ein Triebgestänge auf der Seite dran. Die ist aber recht selten im Einsatz, so wie auch die anderen Personenwagen da drin. Das nächste, über das wir hier drüber fahren, ist die Drehscheibe. Das ist eine Handdrehscheibe. Die ist auch noch aktiv in Verwendung. Brauchen wir immer wieder hier zum Rangieren. Und dann nochmal die Totale hier auf das Außenareal mit der Signalbrücke. Und die Drehscheibe ist überraschend leicht zu bewegen. Also wenn sie einmal erst in Bewegung ist, dann geht es sehr gut. Rechts hier noch ein paar diverse Abstellungen mit einem alten Kran, der leider einen Motorschaden hat. Und hier den Kreis der Gartenbahn. Werden wir dann gleich noch sehen. Wir fahren erstmal geradeaus aufs Kopfgleis hin und werden dann unseren Zug einmal wenden. Zur linken Seite haben wir eine RE44 und eine AE47 bei dem Privatbesitz und eventuell werden die nochmal optisch aufgearbeitet. Wie gesagt, da dürfen wir leider nichts machen, nachdem es im Privatbesitz, sowie auch diverse Ersatzteilspender auf der rechten Seite. Die Weiche ist jetzt richtig gestellt, wir können jetzt weiterfahren und dann werden wir gleich in die andere Richtung reingehen. Und wenn ihr das auf einen offiziellen Besuchertag macht, dann gibt es natürlich historische Fakten zu den Fahrzeugen, die ihr da links und rechts natürlich seht. Die Kinder sind natürlich da immer herzlich da eingeladen, die Weichen dann umzulegen. Muss man dann hier mehrmals machen, gerade wenn man hier wendet. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe das für uns schon mal gemacht, dass wir dann schön sauber durchfahren können. So, es ist soweit. Die Weichen sind gelegt. Wir können jetzt hier rückwärts einstellen, geben Leistung und retour geht's. Und hier nach rechts in den Kreisel rein. Und im Museumsbetrieb wird man dann bei der nächsten Weiche nochmal anhalten. Die wäre jetzt hier falsch gewesen. Und dann dürfte das eine der Kinder, die dann freiwillig sich melden, dann die Weiche umlegen. Und dann geht schon wieder weiter. Und hier nochmal die RE441. Deren Lichter leider beraubt worden ist. Hier in der Ferne die AE66. Nochmal die Signalbrücke. Inklusive unserer Rangierfahrzeuge. Von der MTHB und Eurovapor. Und dann geht's schon wieder retour. Hier zur Drehscheibe. Wie die Zukunft ist angedacht, das Ganze hier zu erweitern, dass wir dann vorne beim Lokorama vorbeifahren, bei der AS6 vorbei und dann hier wieder in den Kreis reinschließen, dass wir hier wirklich eine große Rundstrecke haben. Aber das kommt dann in den nächsten Jahren. So, da. Wir bleiben jetzt hier wieder stehen. Ich werde die Weiche wieder umlegen, damit wir wieder zurück zum Startpunkt fahren können. Und das habe ich hier in diesem Moment auch schon gemacht. Wir sagen wieder vorwärts. Und Leistung. Als kleines Sneak Peek, es gibt vermutlich bald eine dritte Lokomotive und zwar ist es die SWB Krokodil. Eventuell wird sie Ende des Jahres schon fertig und könnt ihr dann eventuell mit der mitfahren. Mal sehen, ansonsten nächstes Jahr. Also freue ich mich da schon mal
auf die Krokodil. Wenn ihr dann kurz vor 5 hier ins Lokorama kommt oder noch da seid, dann könnt ihr je nachdem sofort die Drehscheibe in Betrieb sehen. Wenn die MTHW mit der Dampflok wieder retour kommt und dann hier ein Skibetrieb ist, das ist auch für ein Spektakel und wer möchte, kann dann sogar mithelfen. Hier links übrigens der Kohlewagen, der ist voll mit Kohle für unsere Dampflokomotiven. Und da geht es dann schon wieder zum Startpunkt und da endet unsere Fahrt. Ich hoffe, die kleine Fahrt hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, kommt gerne mal ins Lokorama ins Romanshorn. Wir haben jeden Sonntag geöffnet. Und da sollte es mal eine Änderung geben, geht einfach uns die Homepage lokorama.ch. Da findet ihr aktuelle Infos. Bis dahin, hoffe, ihr habt es gefallen. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Bis demnächst mit dem nächsten Eisenbahnabenteuer.